Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen zurück auf der Erde. Und was ich gesehen habe, wir sparen ja auf diese Kulturerbestätte. Als nächstes Projekt, die kommt natürlich hier hin, wo keine Ressourcen sind. Aber was ich jetzt erst gesehen habe, wir haben ja schon von Anfang an, das wusste ich gar nicht, wir haben hier die Möglichkeit, ein autochthones Monument zu bauen, das uns zwei Einigkeit bringt. Das hatte ich noch gar nicht gesehen. Und es sieht ja so ähnlich aus. Ne? Es könnte sein, dass die Kulturerbestätte nur ein Upgrade ist. Das autochthone Monument, bin ich mir aber nicht sicher. Ich werde mal jetzt nicht das autochthone Monument bauen, sondern mal abwarten. Wenn es da zwei separate Gebäude sind, dann ist es natürlich besser, die Kulturerbestätte dort hinzusetzen. Okay, gut. Soweit dazu. Dann weiter. Wir schauen mal, was hier unsere Forscher machen. Die sind hier im Sirius-System. Jetzt brauchen wir nicht groß nachdenken, denn wir müssen einfach auf die 200 sparen. Freuen uns, wenn auf der Erde das Solarkollektoren-Netzwerk endlich installiert ist. Dann sparen wir ein bisschen Strom, wollte ich gerade sagen. Aber eigentlich ist Energie gemeint. Aber da werden wir ein bisschen knapp agieren hier am Anfang. Da setzen wir dann eher auf Forschung, auf Einigkeit, auf Mineralien. Energie werden wir so immer so ein bisschen am Limit halten. Aber wir haben das nächste System erforscht. Gucken wir nochmal, ob hier was Interessantes gefunden wurde. Oh ja, hier ist noch einiges dazugekommen. Boah, schaut euch das mal an. Hier ist ja fast auf jedem Himmelskörper irgendwas zu holen. Ist ja unfassbar. 8334. Also das spricht dann doppelt für Alpha Centauri, für die Besiedlung. Ich würde mal sagen, nachdem wir dieses Ding da gebaut haben, die Kulturerbestätte, sollte... Und wir so ein bisschen unser Energieproblem in den Griff bekommen haben, sollte das nächste Thema sein. Wir werden hier weiter fliegen nach, wie heißt das? Ich kann es so schwer erkennen. Hier, Ablapus. Die Sonne scheint so stark von Ablapus. Und Sirius ist jetzt auch endgültig erforscht. Und, was haben wir hier? Wir wissen nun, dass es nicht nur auf der Erde eine prächtig gedeihende Biosphäre gibt, sowohl die wissenschaftliche Gemeinde als auch die Gesellschaft im Allgemeinen sind begierig darauf, mehr über die verschiedenen Alien-Lebensformen zu erfahren, die wir in der ganzen Galaxie gefunden haben. Unsere Katalogisierungsbemühungen der Lebensformen wurden zwar bereits auf den Weg gebracht, aber unsere Xenobiologen haben uns dazu gedrängt, unsere planetaren Erkundungsbemühungen auf bewohnbare und bewohnte Welten zu konzentrieren. Okay, gut, das heißt, wir bekommen die Möglichkeit, das weiter zu untersuchen. Das tun wir auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist alles Leben von Nopia vermutlich gestiftet. Deswegen in jedem Fall interessant. Situation Log updated. Und wir gucken mal, was das ist. Wir müssen 8 bewohnbare Welten erkunden. Ich denke, das wird uns nicht allzu schwer fallen, bei unseren ganzen Untersuchungen hier auf 8 bewohnbare Welten zu kommen. Einige haben wir ja schon gefunden, die zählen leider nicht. So, die Terra Scova. Die hat Sirius jetzt erkundet und fliegt weiter hier nach Akama. Sehr schön. Während die Aldrin auf dem Weg nach Ablapus ist und wir nach wie vor sparen auf die 200 Mineralien. Aber jetzt haben wir die Weltraumamöben näher erforscht. Bei den Weltraumamöben, der Liebevolle, naja, ob der wirklich so liebevoll ist, bezweifle ich mal. Spitzname ist auf der Erde inzwischen etabliert. Handelt es sich um prinzipiell einzelgängerische Tiere. Bis auf die jüngsten Exemplare werden alle Weltraumamöben von quasi unabhängigen Organismen begleitet, Geißeln genannt. Also einzelgängerisch hatte ich auch nicht das Gefühl. Das war doch irgendwie schon eine Gruppe von einigen riesigen Tieren. Naja, diese gehen offensichtlich aus der Amöbe hervor, die Geißeln, und werden durch RNA-gebundene Sekrete dazu gebracht, dem Willen ihres Wirts zu folgen. Bei den Geißeln, die anfangs für junge Weltraumamöben gehalten wurden, scheint es sich nicht um reproduktive Mechanismen, sondern ausschließlich um ferngesteuerte Gliedmaßen der Wirtsamöbe zu handeln. Das sind die Dinger, die auf uns geschossen haben gewissermaßen, oder das, wo wir dachten, das wären die Geschosse. Diese Geißeln können innerhalb eines beeindruckenden, wenn auch eingeschränkten Radius um den Wirt herum Objekte manipulieren und sogar angreifen. In periodischen Abständen kehren sie dabei zur Reprogrammierung zum Körper der Wirtsamöbe zurück. Die zierlichen kreisenden Bewegungsmuster der Geißeln können möglicherweise für militärische Zwecke genutzt werden. So, wirklich faszinierend.
Jetzt haben wir erst einmal einen Modifikator bekommen, einen reichsweiten Modifikator. Kosmische Strahlenkatalyse. Construction complete. Das gucken wir uns mal ganz kurz genauer an. Da haben wir es. Feldproduktion, Energiecredits plus 5%. Sehr gut. Das kommt jetzt gemeinsam jetzt mit dem fertig gebauten Solarnetzwerk. Wir sind jetzt wieder im leichten Plus. Unsere Kraftwerke können nun einen Teil der kosmischen Strahlung in nutzbare Energie umwandeln. Oh, das hat sich ja richtig gelohnt, das zu erforschen. Sehr gut. Okay. Das wäre das. Ansonsten, wie gesagt, freuen wir uns auf das neue große Gebäude, was wir hier bauen können. 1,42 Wachstum, ja. Die Wachstumrate ist ganz ordentlich. Bei plus 8 Nahrung. Sehr schön. Das geht ganz gut voran. Aber dieses System ist ja wirklich fantastisch. Trotzdem, vor der Kolonisierung geht erstmal die Erinnerung an die guten alten Zeiten des Nopismus. Damit unsere Leute auch noch glücklicher sind. Anomaly found. Eine Anomalie haben wir gefunden. Da gehen wir jetzt endlich mal hin. Hier, das haben wir uns noch gar nicht angeguckt, das System. Akamar. Hier, auf dieser kargen Welt gibt es einen gewaltigen Einschlag. Ein riesiger Einschlagkrater auf der Oberfläche dieses Planeten lässt darauf schließen, dass einst etwas Großes damit kollidiert sein muss. Gut, kein Problem für Kiriel, ist auch nicht allzu schwer. Wird natürlich erforscht. Was ist hier in Aplapus los? Oh, auch ein Klasse-G-Stern und da hätten wir dann eine Wüstenwelt. Ein erster bewohnbarer Planet, den wir erforschen können. Was gut für unsere Mission ist. Wir dürfen auch nicht vergessen, der gute Sigmar hat ein Mandat und eine Forschungsstation muss er schon noch bauen, um das zu erfüllen. Ja. So, was haben wir hier? Eine geschmolzene Welt. Und wir haben hier die Anomalie erforscht. Während der letzten 1000 Jahre ist ein großer mineralreicher Asteroid auf Akamar 4 eingeschlagen. Auf dem Planeten finden sich in der Nähe des Einschlagkraters nun Mineralien in Hülle und Fülle. Ja, prima. Weitere Mineralien in unserer Umgebung. Also Ressourcenmangel können wir definitiv nicht beklagen. Gute Voraussetzungen für unseren Nopismus, für Unopia. Und wir können, das wird unsere große Stärke sein, die große Einigkeit in unserer Nation. Wir können aus dem Bereich der Harmonie eine erste Tradition wählen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Entweder Körper und Geist, Meditationstechniken, Anführerlebenszeit um 20 Jahre erhöht. Verbundenheit, der durch die große Entfernung zur Hauptwelt verursachte Negativeinfluss auf Regierungsethikanziehung wird um 50% reduziert. Ne, wir haben ja noch keine Kolonien, deswegen ist das noch nicht relevant. Oder das übergeordnete Wohl. Nö, wisst ihr was? Das steht für mich relativ klar fest. Körper und Geist werden wir erstmal stärken, indem wir uns an eine Kombination aus neuen Meditationstechniken und gesünderen Ernährungsweisen halten, hat ein Großteil unserer Bevölkerung jetzt eine größere Lebenserwartung als jemals zuvor. Ja, natürlich ist das verbunden mit dem Dienst an Nopia und mit dem Rauchen des Nopisch. Das wird jetzt noch verfeinert, diese Rituale mit Meditationstechnik. Wie passend und führt zu einer wahnsinnigen Erhöhung der Anführerlebenszeit. Wir sind ja schon langlebig. Das passt ja hervorragend. Gut, hier wird weiter erforscht. Wir sind bei 187. Ja, im nächsten Monat kann es losgehen. Sehr gut. Aplapus 5. Eine karge, traurige Welt. Aber wir haben die 200 erreicht. Wir springen mal zur Erde, zur Oberfläche und bauen. Wir bauen... Ha! Es ist tatsächlich doch so. Wir können auch einen Tempel bauen. Mensch, das habe ich alles gar nicht gecheckt. Es ist doch so, das ist ein Upgrade-Gebäude. Wir müssen erst das autochthone Monument bauen und können das andere dann upgraden. Ach Mensch, na los, dann machen wir das. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Bauen wir dann hier schon mal eine Farm und dann sparen wir auf das Upgrade. Ich weiß nicht. Mal schauen. Ich habe es schon geahnt gehabt, dass das so ist.
Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben die Technologie und wir werden sie auch gleich demnächst, bald zumindest, zum Einsatz bringen. Die nächste Anomalie, ach, ich wiederhole mich, Kirill ist echt ein guter Forscher hier, was der hier alles findet. Akama 1. Im Orbit dieser Welt treibt eine uralte Orbitalschiffswerft. Sie hat deutliche Gefechtsbeschädigungen. Einige Sektionen fehlen gar komplett. Ja, ich würde mal sagen, natürlich erforschen wir auch das. Hatten wir eigentlich jetzt noch eine Sache offen? Na, die Erasianer? Nee, alles klar. Dann nur die Forschungsstation. Das ist in Ordnung. Wie schnell geht das jetzt da voran? Das, der Bau doch relativ schnell. Hätte ich nicht gedacht. In 90 Tagen ist das Ding schon abgeschlossen. Na, wir werden wahrscheinlich dann den Menschen mal umsetzen, der hier entsteht, und erst danach die Farm besetzen. System Survey complete. Dann kostet das Upgrade 200. Das ist ja echt heftig. So, wir haben die automatisierte Schiffswerft. Während ihrer Erkundung von Akama 1. Wir gehen erstmal hin. Achso, genau, das war die Schiffswerft. Entdeckte die UNS Tereshkova im Orbit die Überreste einer automatisierten Schiffswerft. Sie ist mindestens 1000 Jahre alt und scheint unter schwerem Raketenbeschuss gestanden zu haben. Eine ihrer Fertigungshallen ist aber immer noch betriebsfähig. Wissenschaftsoffizier Kirill Maximushkin ist zuversichtlich, dass die Energieversorgung der Schiffswerft wiederhergestellt werden kann. Das würde jedoch ein Großprojekt bedeuten. Boah. Das müssten wir automatisieren. Situation log updated. Was ist denn das? Fähigkeit 3. Ah, er müsste dort bleiben. Wisst ihr was? Wo er schon mal ist, dann macht er das. Er hat die Fähigkeit dazu. Warum sollte er das nicht direkt machen? Vielleicht nutzt er das jetzt unmittelbar. So, du kannst ja was tun hier. Wir erkunden das nächste System. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Tja, Leute. Es ist ja eigentlich ein bisschen unvernünftig, jetzt schon auf das Upgrade zu sparen. Fast naheliegender wäre doch die Kolonie in Alpha Centauri, ne? Wir geben uns vielleicht doch erstmal mit dem autochthonen Monument zufrieden. Kolonieschuft 345. Woher müssten wir allerdings noch was für die Energie tun? Schieben wir das ein bisschen nach hinten. Ich denke, das ist vernünftig. Wir werden erstmal unsere Energie nochmal verbessern. Wir haben auch die Möglichkeiten dazu. Das heißt, wo können wir die meiste Energie jetzt abzapfen? Ja, eigentlich sehe ich nur Soll hier. Ne, das müssen wir händisch klären. Uranus. Alles andere ist nicht in Reichweite. Und danach werden wir dann doch auf das Kolonieschiff sparen. Und verschieben das mal mit dem großen Ding ein bisschen nach hinten. Aha, das Gebäude ist gebaut. Jetzt werden wir es auch gleich besetzen. Ja, sehr schön. Damit bekommen wir plus 4 Einigkeit und können hoffentlich in weiterem hohen Tempo neue Traditionen gewinnen. So, tun alle was? Sieht gut aus. Jetzt gibt es eine kleine Durstzeit, weil wir auf das Kolonieschiff ein bisschen sparen müssen. Dann gehen wir mal hier hin. Hier ist auch schon ein bisschen was los. Okay, das Spezialprojekt ist erstmal abgeschlossen worden. Kirill mit dieser komischen Raumwerft. Er konnte die Energieversorgung der automatisierten Schiffswerft über Akama 1 wiederherstellen. Die Einrichtung setzte ihre unterbrochene Baureihe umgehend fort und produzierte mit den zur Verfügung stehenden Materialien 3 fortschrittliche Jäger unbekannter Bauart. Leider brach die uralte Schiffswerft danach komplett zusammen und wurde als irreparabel bewertet. Wir haben die neuen Schiffe bemannt und sie unserer Flotte übergeben. Ja, sehr cool. Und Kirill erlangt gleichzeitig noch an Erfahrung. Wow. Wo sind die Schiffe? Hier sind sie. Plündererschiffe UNS Spectre. Was haben die für einen Wert? Trefferpunkte 350. Sehe ich hier nochmal den Militärmachtswert 52. Damit sind die, glaube ich, besser als unsere kleinen. Ne? Die Korvetten haben 24. Oh, die sind doppelt so viel wert. Das ist ja großartig. Kostet natürlich alles Energie, aber egal.
Wir bringen sie mal zusammen. Das hat sich durchaus gelohnt. Du sollst weiter das System erkunden. Und die nächste Anomalie ist da. Griselda. Das ist ziemlich riskant für sie. G1B. Ein kleines rechteckiges Objekt auf der Oberfläche dieses Monds reflektiert alle Scannerstrahlen wie ein Spiegel. Unsere Scanner können nicht feststellen, aus welchem Material er besteht. Wie sieht es denn aus mit... Wir warten noch ein bisschen, ne? Ich denke, wir werden das machen, wenn sie die Stufe aufgestiegen ist. Dann kann sie das riskieren. Sie ist noch nicht kompetent genug. Sie ist eben noch nicht Kirill. Sie wurde erst später hier in den Dienst... zum Dienst verpflichtet. Für Unopia. Ihr fehlt noch etwas an Erfahrung. So, wir konstruieren Energiekram. Construction complete. Mehr ist dann meines Wissens auch gar nicht möglich. Achso, hier haben wir die Nahrungsfarm abgeschlossen. System Survey complete. Und jetzt haben wir zumindest immerhin noch positive Energie. Die Bergbaustation. Und jetzt ist sie immer noch nicht aufgestiegen, obwohl sie das System... Oh nein! Verdammt, da müssen wir noch... Da müssen wir halt nochmal ins nächste System springen, wie das möglich ist. So, 279 ist jetzt unsere Flottenstärke. Auch hier sparen wir ein bisschen Energie, weil sie jetzt in der Umlaufbahn sind. Hier wäre noch Mineralien einmal möglich. Aber 90 ist schon immer ein ganz schönes Stück. So, das ist ganz anständig, das System. Nicht spektakulär, aber in Ordnung. Wir fliegen jetzt nach Vexelia. Und ich erinnere nochmal, sparen auf ein Kolonieschiff, was uns dann in der Zeit der Kolonisierung heftig in eine Energiekrise stürzen wird. Aber ich hoffe, wir werden es überstehen. Wir könnten mal Folgendes tun. Wir haben noch so viel Einfluss, wir könnten eigentlich mal einen Erlass raushauen. Hier. Boah, das hätten wir auch schon mal machen können. Nee, wir haben noch nicht diesen Energieerlass. Verdammt. Infrastruktur... Projekte. Das hätten wir echt machen sollen. Jetzt bauen wir allerdings nicht mehr so viel im Moment. Jetzt sparen wir ja. Wobei wir müssen als nächstes ja auch Blocker beseitigen, aber ich weiß gar nicht, ob das dadurch... Nee, das ist nicht durch die Erlasse abgedeckt. Nee, dann lassen wir es. Obwohl, wir können natürlich upgraden. Wir machen den Erlass, wenn wir das nächste Mal bauen. Das hätten wir mal vor dem Gebäude machen sollen. Research complete. Na gut. So, wir haben neue Ionentriebwerke. Diese elektrischen Triebwerke erzeugen mit Hilfe von Ionenstrahlen Schub. Treibstoffe werden nicht benötigt. Sehr schön. Neue Forschung für unseren Ingenieur Qiang Zhang. Was nehmen wir hier? Verbesserter Raumhafen oder Mineralsilo 2. Ich glaube, ich nehme mal das Ingenieurlabor. Ich weiß nicht, das hat diesen Angrenzungseffekt. Wie sieht es denn eigentlich aus auf der Erde? Thema Angrenzung. Ist da überhaupt was zu erreichen? Ne, wir haben gar keine... Auf der Erde sind so gut... Na doch, hier. Hier könnten wir das Ding hinbauen. Da hätten wir zumindest einen Angrenzungseffekt. Aber ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Ich glaube, wenn man nur einen Nachbarn hat, ist das nicht so dolle, das Ding. Oder? Da ist es, glaube ich, effektiver, wenn man so eine Bergbaustation hinbaut. Ach Mensch. Auch die Veredelungsanlagen brauchen wir nicht. Wir bauen das, wir forschen das Ingenieurlabor. Und jetzt ist es soweit. Griselda hat Stufe 3 erreicht. Jetzt ist die Frage, schicken wir sie zurück? Nee. Sie soll erstmal hier Orkul erforschen. Das ist schon in Ordnung. Dann erinnern wir uns hoffentlich an das andere Projekt, was noch offen geblieben ist. Oho. Hauptreinsterne. Orange Zwerge. Überdurchschnittlich große Zeitfenster zur Entwicklung von Leben. Aber hier ist zumindest nichts erkennbar. Das sind alles karge Welten, wie es aussieht. Na, mal sehen, was hier für Überraschungen auf uns warten. Alle anderen Forschungsschiffe arbeiten. Wir haben schon 195, brauchen aber irgendwas bei 350 oder so, wenn ich mir recht entsinne. Dauert also noch
seine Zeit, aber dann geht es auf nach Alpha Centauri. Gut, prima, Leute. Also, ich denke, das nächste Mal werden wir schon den Start erleben. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen. Und jetzt haben wir direkt noch eine Anomalie von Kirill. Komm, die nehmen wir noch mit. Auch eine Stufe 3. Wiederholte Scans der Oberfläche führten zu uneinheitlichen Sensorwerten, als ob sich der Planet in einer ständigen Umwälzung befände. Das werden wir noch erforschen, aber das Ergebnis, das erfahren wir dann erst beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.